Wie stellen Sie sicher, dass alle Ereignisse, die Sie bei Ihren Kunden vor Ort erfassen, genau dokumentiert werden? PestScan hilft Schädlingsbekämpfungsunternehmen auf der ganzen Welt, ihren Arbeitsablauf vom ersten Kontakt bis zur Rechnungsstellung zu digitalisieren. Die PestScan-Software kann in drei Komponenten unterteilt werden. In der mobilen App erfasst der Schädlingsbekämpfer alle Empfehlungen vor Ort beim Kunden. In der Office-Software werden alle administrativen Arbeiten von der Büroabteilung durchgeführt. Die dritte Komponente, das Kundenportal, gibt Ihrem Kunden einen einzigartigen Zugang zur digitalen Umgebung, um alle Empfehlungen einzusehen und nachzuverfolgen. PestScan wird als komplette Plattform geliefert, auf der Sie die mobile App, das Büroportal und das Kundenportal nutzen können. Zu den zusätzlichen Erweiterungen gehören Module für die Rechnungsstellung, die Bestandsverwaltung und die Verbindung zu digitalen Fallen, Routenoptimierung, erweiterte Managementberichte und API-Konnektivität. PestScan lässt sich verbinden mit Fallen von zum Beispiel Emitter, TrapLinked, TrapMe und Signal. Im Büroportal können Sie über den Kalender ganz einfach Termine planen. Sie planen einmalige Besuche von Privatkunden und Kunden mit gewerblichen Verträgen. Mit dem Büroportal haben Sie auch die Möglichkeit, alle Ihre Bestände pro Mitarbeiter zu verfolgen, Ihre Zertifikate hochzuladen, damit Sie für Kunden sichtbar sind, und Sie können einen Alarmstatus pro Standort eingeben. Die mobile App hilft Ihnen, private und gewerbliche Kunden auch unterwegs zu bedienen. Die mobile App kann auch offline genutzt werden, wenn Sie keine gute Internetverbindung haben. Sie erfassen alle Ihre Vorortbefunde in der App. Diese werden nach Ihrem Besuch im Besuchsbericht per E-Mail an Ihren Kunden gesendet. Schauen Sie sich an, wie das funktioniert. Der Techniker öffnet die PestScan-App und navigiert zu den Arbeitsaufträgen. Er öffnet die Details des Arbeitsauftrags und navigiert über die App zum Kunden. Dort angekommen, beginnt er mit der Überprüfung aller Kontrollpunkte. Dabei handelt es sich um Kontrollpunkte, die zuvor in das Büroportal eingegeben wurden. Kontrollpunkte können auch vor Ort erstellt werden. Sie geben pro Kontrollpunkt an, ob es sich um Fänge oder Köderaufnahme handelt. Bei Bedarf geben Sie auch Bemerkungen ab. Sie können eine Karte verwenden, die Sie über das Büroportal hochladen können, oder Sie machen ein Foto am Standort des Kunden und laden es als Karte hoch. Auf der Karte können Sie sofort neue Kontrollpunkte hinzufügen und sie an die richtige Stelle verschieben. Kontrollpunkte können mit Empfehlungen verknüpft werden. Diese Empfehlungen werden auf dem Besuchsbericht angezeigt. Am Ende des Besuchs notiert der Techniker Bemerkungen, bestimmt den Alarmstatus des Ortes und lässt den Kunden unterschreiben. Nach Abschluss des Arbeitsauftrags wird ein Besuchsbericht sofort an Ihren Kunden gesendet. Alle Registrierungen sind auch im Kundenportal sichtbar. Die dritte Komponente, aber vielleicht die wichtigste, ist das Kundenportal. Das Kundenportal bietet einen Überblick über alle Arbeiten, die Sie in der Vergangenheit mit dem Kunden durchgeführt haben. Auch zukünftige Termine sind sichtbar. Das Kundenportal hilft Auditoren. Während einer Inspektion oder eines Audits können die Kunden alle befolgten Empfehlungen in ihrem Online-Portal anzeigen. Alle Kunden, mit denen Sie einen Vertrag haben, können sich mit einem persönlichen Login-Code in das Kundenportal einloggen. Das Dashboard bietet einen Überblick über die wichtigsten Indikatoren, die den Alarmstatus eines Kundenstandorts bestimmen. Ein Trenddiagramm der Empfehlungen, ein Balkendiagramm der Besuche, eine Übersicht über alle Kontrollpunkte und auch eine Statistik der Fänge pro Schädlingsart. In der Rubrik Empfehlungen kann Ihr Kunde alle Maßnahmen sehen, die noch zu ergreifen sind. Denken Sie dabei an Hygienemaßnahmen und bauliche Anpassungen, Dokumente zu Zertifikaten, Produktsicherheitsblättern und auch Vertragsunterlagen sind für Ihren Kunden sichtbar. Auf der Statistikseite können Sie eine Trendanalyse der Aktivitäten pro Kontrollpunkt durchführen. Erweiterte Filter ermöglichen es Ihnen, zwischen verschiedenen Schädlingskategorien, Gebieten, Köderarten und mehr zu unterscheiden. Von diesem Liniendiagramm aus können Sie ganz bequem die Quelldaten direkt im Besuchsbericht einsehen. Mit dem Kundenportal erfüllt Ihr Kunde die Anforderungen internationaler Standards wie ISO 22000
und IFS Food. Mit PestScan dienen wir Ihrem Schädlingsbekämpfungsunternehmen zur Vereinfachung aller Ihrer Geschäftsprozesse.